Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, dann ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den KFC Uerdingen am Sonntag um 13 Uhr. Magenta Sport wird übertragen, das Hansa Fanradio wird übertragen und NDR und Antenne MV werden natürlich auch Einblendungen dem Hörer bieten. Ganz kurz ein Blick auf die Zuschauerzahlen, wir sind fast ausverkauft. Paar Restkarten sind noch da, also wer am Sonntag live mit dabei sein will, der sollte sich sputen und sich schnell noch ein Ticket sichern. Alle sportlichen Fragen wird uns unser Cheftrainer Jens Härte beantworten, den ich herzlich begrüße. Und wir haben heute mal wieder einen Spieler dabei, Bentley Baxter-Bahn, freue ich mich auch, schön, dass du da bist. Jens, die erste Frage. Nils Butzen hat sich in dieser Woche verletzt, ist umgeknickt beim Training. Gibt es da schon einen aktuellen Stand? Den gibt es, ist zum Glück nichts gerissen. Das Band ist ein bisschen überdehnt, hat die Kapsel hat vielleicht was abbekommen, aber natürlich ist es noch relativ dick und geschwollen. Das heißt, das muss erst alles raus. Also definitiv fürs Wochenende ist er keine Option, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt wochenlang ausfallen wird. Wir müssen mal sehen, wie schnell er regeneriert nächste Woche, aber dann schon eine Option für Fellas oder eben dann eben fürs nächste Heimspiel wieder bereitsteht. John Vogt, klar, nicht dabei. Wie sieht es denn um Nick Omladic aus? Ja, Nick ist ja jetzt eine Weile voll im Training. Er hat Tage, wo alles aufblüht, was man sich von ihm wünscht. Und dann gibt es mal Tage, wo er auch mal wieder ein Stück weit abtaucht. Oder hat natürlich jetzt auch immer Zusatzschichten geschoben, wo er dann vielleicht auch müde ist. Aber er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und wir haben ja noch 2 Einheiten heute und morgen. Und dann schauen wir, ob das jetzt schon eine Option ist für einen Kader oder aber dann doch noch eine Woche warten. Okay, dann Feuer frei für eure Fragen. Jan Dittjugendt, NDR 1 Radio MV. Na klar, ist vor jedem Gegner Respekt da, aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass der KFC Uerdingen ja mal wieder einen sehr starken Kader hat. Können Sie sich vorstellen, dass es vielleicht schlechtere Augenblicke gibt, gegen die zu spielen? Es ist eher ein ganz ungünstiger Augenblick, weil die haben jetzt 2-mal eigentlich ganz ordentliche Spiele gemacht, muss man sagen. Also sowohl in Ingolstadt als auch zu Hause gegen Meppen, wo sie sicherlich auch ein bisschen unglücklich verlieren. Es fehlte hier und da manchmal so, die Bälle sind halt an Pfosten oder Torwart hat gehalten. Das sind dann halt so Dinge, die denen im Moment im Weg gestanden haben. Aber wie gesagt, sie haben einen Kader, es ist auf jeden Fall eine deutlich jüngere Mannschaft jetzt in Uerdingen als in den letzten Jahren. Was man jetzt auch in puncto Laufleistung und Intensität natürlich auch sieht. Und das wird alles andere als irgendwie eine leichte Aufgabe, sondern eben extrem schwer, weil Fakt ist auch natürlich, die haben 0 Punkte und 1-4 Tore. Die wollen und die müssen natürlich auch Punkte holen. Und da ist es für die natürlich egal, wo und wie. Aber dasselbe gilt für uns. Wir haben jetzt, wie gesagt, in Saarbrücken leider nichts mitgenommen und spielen jetzt hier zu Hause. Und natürlich wollen wir dieses Spiel auch gewinnen und das wird Uerdingen genauso wollen, aber am Ende hoffe ich, dass wir dann die besseren Lehren aus dem letzten Wochenende gezogen haben. Sven Kriese, Antenne MV. Glauben Sie trotzdem, dass der Druck vielleicht bei den Uerdingen aufgrund des Starts doch ein bisschen größer ist als bei Ihrer Mannschaft? Ich glaube, der wird sich nicht groß unterscheiden. Also das Stadion ist ja jetzt hier wieder gut gefüllt. Wir haben hier auch immer eine gewisse Art von Druck und in Uerdingen ist es nicht anders. Es ist halt dritte Liga. Also ich glaube nicht, dass die jetzt unbedingt mehr Druck haben als wir. Es ist ja auch eine neue Mannschaft, die neu zusammengestellt worden ist, wo es, ich weiß gar nicht, wie viele Alte da jetzt noch spielen, aber mehr wie 4 sind es oder 5 sind es, glaube ich, nicht. Der Rest sind alles neu dazugekommen. Das ist ja auch immer ein Prozess, der dann eine Weile dauert. Also ich glaube nicht, dass die jetzt dann schon komplett dann irgendwie die Nerven verlieren nach 3 Spieltagen. Aber klar, weiß jeder Trainer oder jede Mannschaft natürlich auch, dass es am Ende in dieser Sportart um Punkte und Siege geht. Und die musst du dann irgendwann einfahren. Ansonsten ist klar, dann machen sich die Verantwortlichen oder müssen sich dann natürlich Gedanken machen. Jan? In welcher Tabellenregion erwarten Sie Uerdingen denn generell in dieser Saison? Naja, das ist da jetzt immer so Prognosen abzugeben, das kann ja immer irgendwo, manchmal, es gibt Schlüsselmomente, dass du irgendwo mal ein Spiel noch drehst, kurz vor Schluss, wo dann eine Mannschaft Fahrt aufnimmt. Von der Qualität her ist das halt auch eine Mannschaft, die am Ende auch mit ganz oben landen könnte.
Aber genauso gut kann es halt auch ein Stück weit immer in die andere Richtung gehen, weil sie sind jetzt nicht irgendwo, stehen jetzt nicht total über den Ding, aber sie haben eine richtig gute Drittligamannschaft. Und das heißt, also einen Mittelfeldplatz werden sie Minimum machen. Sebastian Lindner von den NNN. Wie hat sich denn Neuzugang Luca Horn jetzt schon in der Woche integriert und ist er eine Alternative fürs Wochenende? Naja, also das ist, er hat jetzt auch die letzten Tage ja in Wolfsburg dann eigentlich, bevor das dann alles durch war, mehr oder weniger auch nur individuell trainiert, also kein direktes Mannschaftstraining gehabt. Er hat das jetzt komplett gut durchgezogen, diese ersten Tage. Aber klar sind die Abläufe noch anders, sind jetzt auf ihn so viel Informationen eingeschossen, weil die Art und Weise, Fußball zu spielen, ist dann manchmal anders, die Intensität ist anders. Und das ist natürlich noch ein junger Spieler, der dann auch ein Stück weit braucht. Aber grundsätzlich hat er keine Angst und ist halt relativ mutig und zieht auch nicht zurück. Und das ist erstmal eine gute Basis. Und wie gesagt, ein bisschen müssen wir uns alle noch kennenlernen. Aber natürlich könnte er auch eine Alternative für einen Kader sein am Sonntag gegen Uerdingen. Jan. Es ist in den vergangenen Jahren immer ganz viel gesagt und geredet worden über die Ausgeglichenheit dieser dritten Liga. Nun haben wir am zweiten Spieltag die Situation, dass gerade mal eine Mannschaft beide Spiele gewonnen hat. Ist das ein weiterer Beleg dafür oder ist das schlichtweg Zufall? Nee, das ist es. Das ist wirklich so. Das ist also für mich kein Wunder, dass das so ist. Und auch Ingolstadt war jetzt in den beiden Spielen jetzt nicht so, dass sie ganz weit weg waren. Sie hätten also auch beide Spiele nicht unbedingt gewinnen müssen. Also es war jetzt nicht so, dass das halt glasklare Siege waren. Aber sie haben die zwei Spiele eben durchgedrückt. Das ist natürlich auch eine Qualität. Aber klar, das zeigt natürlich, wie ausgeglichen die Liga ist und wie schwer das auch für Dynamo zum Beispiel war als Topfavorit, dann eben das Spiel hinten raus mit der Brechstange natürlich noch den Punkt gegen Mannheim zu holen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Du musst dir jeden Punkt, jeden Sieg in dieser Liga hart erarbeiten, auch wenn das für euch Journalisten immer wie Phrasendreschen klingt. Aber am Ende des Tages ist es so. Sven. In 3 Tagen schließt ja das Transferfenster. Luca Horn ist einer, der jetzt noch gekommen ist. Aber wie groß ist denn bei Ihnen die Hoffnung, dass da gerade was den offensiven Bereich angeht, wo Sie auch gesagt haben, dass Sie da ganz gerne noch jemanden hätten, da in den 3 Tagen noch jemand kommt? Ja, also grundsätzlich muss man jetzt erstmal sagen, wir haben eine gute Mannschaft, die auf jeden Fall auch auf einem guten Niveau in dieser dritten Liga spielen kann. Klar ist aber auch, wenn sich noch was ergeben sollte, was für uns dann Sinn macht und was dann in alle Richtungen passt, dann wird man jetzt nicht Nein sagen, weil wir wissen, dass ein Hammerprogramm auf uns zukommt, auch bis Winter mit Landespokal, mit englischen Wochen. Also wir sind ja jetzt schon im Oktober, haben jetzt 2 Spiele gemacht und es folgen noch 15 Punktspiele und 2 Landespokalspiele. Und das wird jetzt schon ein Programm, wo man schon auch gut beraten wäre, dann hier und da noch eine Alternative vielleicht mehr zu haben. Aber wenn es die jetzt nicht gibt, dann ist es halt so. Dann müssen wir damit leben und werden damit leben können, weil eigentlich grundsätzlich, wenn die Jungs gesund und fit sind und im Kopf klar, dann haben wir eine Mannschaft, die auf jeden Fall in dieser Liga auch jeden schlagen kann. Sven? Das klang für mich jetzt so, dass da nicht jemand in der Pipeline ist, wo bloß noch die Unterschrift geleistet werden müsste. Ich glaube, das ist jetzt insgesamt ein bisschen schwierig und das betrifft ja nicht nur uns. Also wir reden mal von der Mannschaft, die jetzt hier 5 Titel gewonnen hat in den letzten Monaten, wo die sich natürlich genauso schwer tun, weil der Markt halt total schwierig ist. Und das, wenn das oben so ist, dann ist das klar, dass das nach unten hin auch Auswirkungen hat, dass dann keine Spieler irgendwo runterfallen, wo die dann sagen, wenn jetzt Bayern noch 5 Superstars verpflichtet, dann ist für 5 Talente vielleicht auch der Weg eher angesagt, okay, ich könnte mir woanders einen Platz suchen und vielleicht in der 2. Liga, dann fällt dort wieder jemand raus. Es ist ja dann immer so ein Prozess, der dann von oben nach unten geht und so richtig ist der uns noch nicht ins Rollen gekommen. Und deswegen, was in den letzten Jahren halt immer noch irgendwo ging, so eine Leihe und so von jungen Spielern, im Moment ist das eher ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, es sind ja noch ein paar Tage und wir sollten da jetzt nicht völlig irgendwo den Kopf in den Sand stecken, aber grundsätzlich sind wir jetzt auch nicht so, dass wir unbedingt müssen. Ja, jetzt eine kleine Einschätzung zum Gegner haben wir ja vom Trainer schon bekommen. Aus deiner Sicht, was können wir denn für eine Partie am Wochenende erwarten? Ja, auf jeden Fall natürlich so wie jedes andere Drittligaspiel eine sehr, sehr umkämpfte, sehr, sehr harte Partie natürlich.
Wo es auf Messerschneide irgendwo ist, das Ergebnis, so wie in Saarbrücken am letzten Wochenende eben auch. Es ist wichtig natürlich, im Optimalfall das erste Tor zu machen. Das ist immer ganz wichtig in dieser Liga, wie alle wissen. Und von daher wird es eine sehr harte und mit Sicherheit auch umkämpfte Partie. Inwiefern habt ihr euch mit dem Gegner schon beschäftigt jetzt in dieser Woche? So wie das Trainerteam das immer macht. Wir haben was ausgehangen in der Kabine. Video folgt heute, oder? Von daher, wir wissen, was auf uns zukommt und werden dann hoffentlich gut gewappnet sein. Sehr gut. Dann könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Jan. Dieses Modell, das dort beim KFC Uerdingen existiert, das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Ist das eigentlich so unter Kollegen dann auch mal Gesprächsthema, dass sie sagen, also die gehen ja einen Weg, der ist vielleicht in der dritten Liga nicht so fürchterlich üblich? Ja, ich denke auf jeden Fall. Uerdingen ist jetzt kein normaler Drittligist, sage ich mal, mit einem Investor dahinter. Aber inwiefern das Thema ist, ist es jetzt nicht in der Mannschaft. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgaben. Wir wissen, dass der KFC eine gute Mannschaft hat, eine gute Neuverpflichtung auch hat, wie der Trainer schon gesagt hat, eine jüngere Mannschaft hat. Von daher wissen wir, was auf uns zukommt und werden das hoffentlich auch erfolgreich bestreiten. Jan? Sie sind ja nun schon ein paar Jahre Profi und können ja, glaube ich, aufgrund von Vorbereitung und Saisonstart schon ganz gut einschätzen, wie stark eine Mannschaft tatsächlich ist. Wie ist das im Augenblick? Würden Sie sagen, die Mannschaft ist schon richtig gut dabei oder braucht das noch Zeit und Entwicklung? Ich glaube, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, darüber zu urteilen, wie gut die Mannschaft ist. Ich persönlich fühle mich sehr wohl, finde die Mannschaft natürlich auch gut. Aber das sind andere Leute, die das entscheiden, ob die Mannschaft gut genug ist. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Sie haben die ersten beiden Spiele auch gesehen. Wie zufrieden Sie sind oder wie wir gespielt haben. Klar, Luft nach oben in Saarbrücken von der Torchancen-Auswertung her, vom Spielerischen. War es vernünftig? Ja, in der zweiten Halbzeit. Aber wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten. Die ersten 10 Minuten haben wir verschlafen. Und hinten raus, wie gesagt, vernünftig mit dem Ball gespielt. Allerdings im letzten Drittel dann nicht zielstrebig genug. Von daher, wenn ich sage gut, dann hätten wir gewonnen. Von daher, da müssen wir dran arbeiten und schauen, was bei rumkommt am Wochenende. Sven. Das Saarbrücken-Spiel mal außen vor lassen, weil das Spiel gegen Duisburg ist wahrscheinlich ein ähnliches, jetzt gegen Uerdingen. Benötigen Sie da zwei gute Halbzeiten oder letztendlich reicht dann vielleicht sogar wieder eine? Natürlich im Optimalfall zwei gute Halbzeiten, ist ja klar. Wenn man natürlich eine schlechte Halbzeit spielt, wo man direkt 2-3-0 hinten liegt. Es hätte auch passieren können, vielleicht gegen Duisburg. Wie gesagt, der Trainer hat es auch schon gesagt, das sind immer Kleinigkeiten, die solche Drittligapartien entscheiden. Das Spiel ist auf Messerschneide, genauso wie bei KFC Uerdingen im Spiel gegen Ingolstadt oder zu Hause gegen Meppen eben auch. Und dann steht man da auf einmal wie der KFC mit 0 Punkten und vielleicht hätten sogar 4 oder 6 sein können. Also von daher, im Optimalfall brauchen wir 2 gute Halbzeiten. Wenn dann nachher 70 gute Minuten und 20 solide Minuten reichen, dann ist es auch okay. Von daher schauen wir mal. Sebastian. Jetzt haben wir ja nur hier den etatmäßigen Standardschützen sitzen. Ist da schon irgendwie möglicherweise eine Schwäche ausgemacht worden bei den Uerdingern? Geht da besonders gut was, vielleicht bei Ecken oder Freistößen? Ich glaube, ich bin jetzt nicht der etatmäßige Standardschütze. Ich glaube, wir haben ein paar mehrere Jungs, die gute Standards auch schießen. Wir wechseln uns da immer ab, haben da auch gute Optionen, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Und trainieren das natürlich die Woche über viel und oft. Ob es da Schwächen gibt, das werden wir dann gleich im Video sehen. Da werden wir darauf hingewiesen, worauf wir achten sollen. Und dann hoffentlich kommt was Gutes am Sonntag dabei rum. Jan. Dass Sie jetzt zweimal nicht so gut in die Partie reingekommen sind, kann man das noch verbuchen unter Komfort oder thematisieren Sie das schon? Inwiefern Komfort? Ja, 2 Spiele ist ja noch keine Serie, will ich mal sagen. Dass man zweimal jetzt vielleicht nicht so gut reinkommt, liegt ja im Bereich des Normalen. Ich sehe es ähnlich, wie ich gesagt habe. In Saarbrücken war es echt nicht gut, die ersten 10, 15 Minuten. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Waren wir irgendwie nicht griffig, war nicht so da.
Gegen Duisburg sehe ich es ein bisschen anders. Ich finde schon, dass wir da defensiv vor allem gut im Spiel waren, wenig zugelassen haben. Also würde ich es jetzt nicht verallgemeinern, dass wir in beiden Spielen schlecht gestartet sind. Auch gegen Stuttgart haben wir vernünftig angefangen, wie ich finde. Von daher denke ich nicht, dass es irgendwie ja, jetzt sowas ist, oh scheiße, wir gehen immer schlecht ins Spiel oder so. Ich habe da ein gutes Gefühl, die 10 Minuten oder 15 Minuten von Saarbrücken, wie gesagt, haben wir aufgearbeitet und versuchen es am Sonntag besser zu machen. Gucken wir mal in die Runde, alle Fragen beantwortet. Dann vielen Dank an euch beide, gutes Training und bis spätestens Sonntag um 13 Uhr im Ostseestadion.